willst das machen, das oder das. Mein Name ist Linda und mit meinem Bachelorstudium der Geophysik und Meteorologie komme ich meinem Traumjob immer näher, und zwar beruflich die Erde und die Atmosphäre zu erkunden. Aber natürlich gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, was man mit diesem Bachelor so machen kann. Man kann zum Beispiel in Forschungseinrichtungen oder an Universitäten arbeiten, bei privaten oder dem deutschen Wetterdienst, in Umweltbehörden, Ingenieurbüros oder Weltraumorganisationen. Viele AbsolventInnen finden auch Jobs in der Softwareindustrie. Diese Jobs sind genau dein Ding? Dann bist du hier absolut richtig. Denn mit einem Studium der Geophysik und Meteorologie hast du die besten Chancen auf einen dieser Berufe. Jetzt fragst du dich bestimmt, welche Zulassungsvoraussetzungen und Anforderungen muss ich denn für dieses Studium mitbringen? Fragen wir dafür doch am besten einen Experten. Hi, ich bin Pritam Yogeshwar und ich bin als Lehrender im Fachbereich Geophysik und Meteorologie tätig. Der Studiengang Geophysik und Meteorologie ist zurzeit nicht zulassungsbeschränkt. Das heißt, du kannst dich einschreiben, wenn du Abitur hast. Allerdings solltest du ein Interesse und ein gewisses Talent für die Physik und die Mathematik mitbringen. Jetzt möchtest du bestimmt wissen, was dir der Studiengang Geophysik und Meteorologie noch so zu bieten hat. Hier beschäftigen wir uns mit Fragen wie zum Beispiel, was ist unter der Erdoberfläche von wenigen Metern bis vielen Kilometern Tiefe? Oder auch, gibt es Ozeane auf den Monden von Jupiter und Saturn? Wie funktioniert eigentlich unser Wetter- und Klimasystem von der Wolkenentstehung bis hin zu globalen, weltumspannenden Wetterereignissen? Wie können wir Beobachtungstechniken und Computermodelle weiterentwickeln, um die Wettervorhersage und Klimaprognose zu verbessern? Das Tolle hier an der Uni Köln ist, du kannst Geophysik und Meteorologie in Kombination studieren und dich gleichzeitig auf ein Gebiet spezialisieren. Die thematischen Schwerpunkte liegen dabei auf der Geophysik des Erdkörpers und von Fluiden und den Erkundungsverfahren der angewandten Geophysik. In der Meteorologie hingegen spielen dabei das Verständnis von Wetterphänomenen und des Klimasystems, die Wetterdiagnose mit Hilfe von Messungen und die Wetterprognose mit Hilfe von Computermodellierung eine wichtige Rolle in deinem Studium. Was aber auch eine wichtige Rolle in deinem Studium spielen wird, hier kannst du dich mit deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen vernetzen und natürlich gibt es ja auch einen guten Kaffee. Während des Studiums der Geophysik und Meteorologie beschäftigt man sich zunächst mit der Physik und der Mathematik, dem Programmieren und numerischen Computermethoden. Ab dem dritten Fachsemester kommen dann die vertiefenden Fachmodule hinzu. Aber auch die Praktika kommen nicht zu kurz. So gibt es zum Beispiel in der Geophysik ein Labor- und ein Geländepraktikum. In der Meteorologie gibt es das Stormchasen-Praktikum. Und apropos Reisen, dazu könnte ich euch wirklich viel erzählen. Ganz genau. Du möchtest jetzt bestimmt wissen, welche Möglichkeiten es für dich während des Studiums gibt. Sowohl in der angewandten Geophysik als auch in der Meteorologie haben Studierende die Möglichkeit, an Forschungskampagnen im In- und Ausland teilzunehmen. Auch kannst du dein Berufspraktikum im Ausland absolvieren oder sogar ein ganzes Semester lang dort studieren. Letzteres erfordert allerdings einiges an Eigeninitiative. Haben wir dich neugierig gemacht und du möchtest mehr über unseren Studiengang erfahren? Dann schau doch mal hier vorbei.